We were worried you'd never make it. So glad that Drostus's demise didn't cause further delay. Wir sorgten uns, dass du niemals es niemals schaffen wirst. Wir sind froh, dass Drastus Ableben nicht zu weiteren Verzögerungen geführt hat. Der Echot der Geheimnisse wendet dir seine Aufmerksamkeit zu. Die Gemasse, die in die Bronzemaske gearbeitet wurde, grüßt dich mit permanentem Grinsen. Woher wusstet ihr von Drastus? Ich bin gerade erst von den Ellering-Ruinen zurückgekehrt. Der Echot der Geheimnisse kichert leise, sagt aber nichts. The voices of Narad has all manner of eyes and ears. It's safer than not to assume he's listening. Nerads Stimmen, er hat überall Augen und Ohren. Man sollte stets annehmen, dass er zuhört. Ich trage ein Edikt von Kyvos bei mir. It seemed only yesterday you were proving your worth in battle, assisting my warriors in the siege of the bastard city. Now Kairos has chosen you for a second time to proclaim an edict. Tell us, good Fatebinder, what sort of punishment does the Overlord have in store for the Oathbreakers? Es scheint mir erst gestern geschehen zu sein, dass du dich in der Schlacht bewiesen und meinen Kriegern bei der Belagerung der Bastardstadt geholfen hast. Ja, Eroberungsentscheidung. Die Bastardstadt ist inzwischen Sitz von Todons Gericht in den Stufen. Wurde im ersten Jahr der Eroberung eingenommen. Die Geschmähten und der Scharlachrote Chor eroberten die Stadt in einer konzentrierten Aktion. Die erste und einzige Schlacht, in der die zwei Armeen in relativer Harmonie nebeneinander kämpfen. Als es die Zeit kam, die Stadt anzugreifen, bist du mit den Geschmähten in die Schlacht gezogen, obwohl die Legion für gewöhnlich keine Gäste in ihren Reihen zulässt, hast du dich hervorgetan und den Respekt vieler Legionäre gewonnen. Jetzt hat sich Kyros zum zweiten Mal für die Verkündung eines Edikts auserwählt. Sagt uns, guter Schicksalsführer, welche Art von Bestrafung hat der Oberherr für die Eidbrecher auf Lager? Die treuen Diener des Oberherrn müssen die Himmelfahrtshalle, ja, der traditionelle Thronsaal der Königin von Apex, also den Stufen, bis zur Kyros-Tag der Schwerter. Der 26. Tag einer jeden Spanne ist Kyros-Tag. Kyros-Tag ist ein Feier- und Ruhetag für alle, die im Reich des Oberherrn leben. Kyros-Tag ist jeweils der letzte Tag einer Spanne und erhält als Namenszusatz den Namen dieser Spanne. Kyros-Tag der Schwerter ist also der 26. Tag der Spanne der Schwerter. Bis zum Tag der Schwerter erobern, sonst werden alle im Tal sterben. Anscheinend braucht ihr etwas Motivation für eure Zusammenarbeit. Kyros wird alles und jeden in diesem Tal töten, es sei denn, die Himmelsfahrtshalle wird bis Kyros Tag der Schwert erobert. Zu Ehren eurer Inkompetenz und Unordnung wird das Edikt alles und jeden in diesem Tal töten, es sei denn, die Himmelsfahrtshalle wird bis zum Kyros Tag der Schwert erobert. Nehmen wir das erste, die treuen Diener. Jedes deiner Worte bringt die Erde zum Schwanken. Die Luft wird immer wärmer, als du das knapp formulierte Edikt verkündest, das Kyros Silbe für Silbe selbst verfasst hat. Als es schließlich verkündet ist, beschleunigt sich dein Puls und deine Beine, die vor der langen Reise durch die Berge ermüdet waren, fühlen sich plötzlich wieder frisch und strutzen nur so vor Kraft. The Overlord means to compel us into action. No doubt the avalanches in the mountains are part of this ultimatum. We must conquer the Oathbreakers or die in failure. There is no room for error, and no other way out of this valley alive. Der Oberherr möchte uns zum Handeln zwingen. Die Lawinen in den Bergen sind zweifelsohne ein Teil dieses Ultimatums. Wir müssen die Eidbrecher besiegen oder dabei sterben. Es gibt keinen Spielraum für Fehler und es gibt auch keinen anderen Weg, dieses Tal lebendig zu verlassen. We'll need to advance across the Mitanni. We lose everything if we stand still. And we move to back up Plan Green. The Earthshakers didn't make it over the mountain in time. So we do this the hard way. Over the walls instead of through. Wir müssen den Mitanni überqueren. Wenn wir auf der Stelle bleiben, verlieren wir alles. Wir werden außerdem mit dem Ausweichplan Grün weitermachen. Die ersten Hexen haben es nicht rechtzeitig über die Berge geschafft. Deshalb werden wir das auf die harte Tour anpacken. Über die Mauern statt durch sie hindurch. Der Echot des Krieges tippt mit einem Finger an die Schläfe, während unter seinem Bart ein tiefes Grollen ertönt.
So, you found your backbone at last! Oh, we were worried past humiliations would make you soft. Timid. That was a record for you, right? The baker's dozen lost in one sortie. If you had waited for the chorus reinforcements, maybe we'd have eyes and ears on the matter. Also, hast du endlich doch dein Rückgrat gefunden? Wir hatten schon befürchtet, vergangene Erniedrigungen hätten dich weich und zackhaft gemacht. Das war ein Rekord für dich, nicht wahr? 13 Mann bei einem Einsatz zu verlieren, Mike. Wenn du auf Chorverstärkung gewartet hättest, wüssten wir jetzt vielleicht über die Situation Bescheid. Der Echot der Geheimnisse lässt seinen Zepter von Hand zu Hand wandern, wobei er jedes Mal leise kichert. Ihn sich winden zu sehen, so viele Tränen wegen ersetzbarer, verzichtbarer nutzloser Soldaten. Ich vermisse den alten Archonten des Krieges. Blutecho hat man niemals wegen einiger toten Soldaten an Zäunen der Häufchen elend gesehen. Er verwendete die Knöchel seiner besten Gefolgs und als Schmuck und ließ sich sogar einen Brustpanzer seinem Brustkorb seines toten Bruders fertigen. So geht ein echter Mann mit seiner Trauer um. Mhm. Sie nennen dich den Archont der Geheimnisse, allerdings weiß nichts, was auch nur annähernd interessant wäre. Nichts sagen, arbeitet endlich zusammen, sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Habt ihr zwei einen Schatten? Also das ist, glaube ich, ein bisschen zu frei übersetzt. Dieses Distrikt ist nur wegen eurer Unentschlossenheit und eurem Gezanke notwendig geworden. Sagt euch so viel ihr wollt, ihr verschwendet nur kostbare Zeit. Arbeitet endlich zusammen. The Fatefinder is right. We're acting not as leaders, but as children. I've no time for your foolish japes and petty taunts. We should focus on the objective at hand. And that is taking the Mitanni River, and then advancing to Ascension Hall and ending this edict. Der Schicksalsbinder hat recht. Wir verhalten uns nicht wie Anführer, sondern wie Kinder. Ich habe keine Zeit für deine törichten Späße und kleinkarierten Spötteleien. Wir sollten uns auf das aktuelle Ziel konzentrieren und das ist die Eroberung des Mitanni, gefolgt vom Vorrücken auf die Himmelfahrtshalle und dem Abschließen dieses Edikts. Da genug mit dem Gerede, es gibt Arbeit zu tun. Unsere Leben stehen auf der Kippe, nur weil ihr zwei euch wie Kinder zankt. Geht nun und löst dieses Problem, das ihr verursacht habt. Schluss mit dem Herumgesitz. Ich erwarte, dass sich die Geschmieden sofort im Marsch setzen. Ja, stimmt. Ich hoffe, ihr seid jetzt fertig damit, den Cloud zu geben und werdet eure Horde im Eintempo marschbereit machen. Also die letzten beiden kann ich mir das mit einem verscherzen und wahrscheinlich beim anderen nochmal Gunst gewinnen. Mit dem werde ich wahrscheinlich beide kränken, also nehme ich das Neutrale. Es gibt Arbeit zu tun. Eismarschall Eonis. Mein Herr Barik und sein Trupp wurden für den Sturmangriff auf Echoruf vorbereitet. Die Halbmondläufer sollten jetzt gerade über die jüngsten Feindbewegungen entlang des Flusses informieren. Ich werde ihn sofort losschicken. Der Eisenmarschall salutiert und schlägt ihren Handschuh gegen ihren Brustpanzer. Und ich werde dafür sorgen, dass der Chor marschbereit ist. Wenn die Geschmähten den Fluss erobern können, hat der Chor genügend Soldaten, um den äußeren Ring des Tals zu sichern. Our soldiers clamor for battle, and at last we shall have it. Verse, we command you to continue guarding the Fatebinder. Tunon's chosen is our honored guest, and must be shown our finest hospitality. Ja, sicher. Unsere Soldaten schreien nach der Schlacht, und nun wird es endlich dazu kommen. Lyra, wir befehlen dir, den Schicksalsbinder weiter zu beschützen. Tunos Auserwählter ist unser Gast, dem wir unsere beste Gastfreundschaft erweisen müssen. I won't let you down, boss. He'll get through the campaign in one piece. As long as he doesn't do anything too stupid. Ja, schön, dass sich Ash dabei schon gleich am Kopf hält. Ich werde euch nicht enttäuschen, Boss. Wenn er nichts allzu Dummes probiert, wird er dem Feldzug keinen überstehen. Ich werde euch nicht enttäuschen, Boss. Echt, ey, diese Übersetzung. Der Eichhorn wirbelt sein Zepter letztes Mal herum, tippt dann fünf Auge auf die Schulter und bricht mit ihm zusammen auf. Wie du meinst, Schicksalsbinder, je mehr du uns ignorierst. Finally, the fool and his puppet are gone.
Perhaps now I can hear myself think. Rarely do I question Kairos's judgment, but I will never understand why the voices of Narat is given such authority. I shudder to think what will become of us all should Tunon favor him in the end. Endlich sind dieser Narr und seine Marionette fort. Vielleicht kann ich mich jetzt selbst denken hören. Ich stelle Kyros Urteil zwar nur selten in Frage, aber ich werde niemals verstehen, weshalb Narats Stimmen eine solche Autorität verliehen bekommt. Ich erschaudere beim Gedanken daran, was uns aus allen werden wird, sollte Tunon ihm letztendlich seine Gunst schenken. Though the edict threatens the Scarlet Chorus just as it threatens us, I cannot shake the feeling that our allies will work against us. Das Edikt bedroht den Schallerroten Chor zwar genauso wie uns, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass unsere Verbündeten gegen uns arbeiten werden. You've shown your worth in war. And your name has been known to the Legion since the very beginning of this long conquest. So I'd ask that you join us this one last time, to help us wrap up this last objective. Da es uns auch ans Leder geht, wenn wir es nicht tun, sollten wir das machen. Du hast deinen Wert im Krieg unter Beweis gestellt und dein Name ist in der Legion seit Beginn dieser langen Eroberung bekannt. Aus diesem Grund möchte ich dich bitten, ein letztes Mal mit uns zu kämpfen, damit wir dieses finale Ziel erreichen können. If you wish to be counted amongst the glorious, speak with the Iron Marshal. She will direct the order of battle until we are ready for the final push into the Citadel. Wenn du zu den glorreichen Kämpfern gehören möchtest, dann sprich mit dem Eisenmarschall. Sie koordiniert die Schlachtordnung, bis wir für den finalen Angriff auf die Zitadelle bereit sind. Mir fehlen einige Speer, einige Soldaten, eigentlich ein bisschen was von allem. Meine Brüder würden die Unterstützung eines fähigen Fremden sicherlich sehr begrüßen. Und was ist mit dem Scharlachroten Chor? Welche Hilfe werden Sie bereitstellen? I ask myself that question often. While we take the river crossing, the Scarlet Chorus should be using their sizable presence to remove the Oathbreaker patrols lurking in the outer valley. Diese Frage stelle ich mir selbst auch oft. Während wir die Flussquerung erobern, sollte der Scharlachrote Chor seine starke Präsenz nutzen, um die im äußeren Tal lauernden Eidbrecher-Patrouillen zu eliminieren. Die Eidbrecher haben außerhalb der Zitadelle eine ansehnliche Truppe versammelt. Wir brauchen die Soldaten des Chors, um die Region zu durchkämmen. Andernfalls würden die Eidbrecher von hinten attackieren, während wir den Matani überqueren. Zu helfen wäre mir eine Ehre. Der Eisenmarschall salutiert Graven Ash und dreht sich dann zum Verlassen des Zeltes um. Ich werde auf dem Übungsplatz sein und die Soldaten vorbereiten. Such mich dort auf, wenn du bereit bist. Sehr denn und räuspert sich. Und obwohl ich nur widerwillig erwähne, so könnte der Chor wahrscheinlich deine Unterstützung gebrauchen. Allein werden sie das äußere Tal jedenfalls nicht unter ihre Kontrolle bringen. Fünft Auge wird sich irgendwo in diesem Rattennest, das sie ein Lager nennen, weiter im Osten befinden. Such ihn auf, wenn es sein muss. Jo. Quest abgeschlossen, verkündet Kyros Edikt. Neue Quest, Eroberung des äußeren Tals. Neue Quest, die Schlacht von Echorufkreuzung. Wille des Eroberungs abgeschlossen. Du hast Graven Ash und er hat Stimmen von Kyros Edikt verkündet. Aber ob sie tatsächlich zusammenarbeiten werden, bleibt abzuwarten. Der Scharlachrote Chor versucht derzeit den äußeren Ring von Vendrins Brunnen zu erobern. Du wirst ihnen gegen die Rebellentruppen in dem Gebiet helfen müssen, bevor Kyros Armeen unbedingt gegen die Zitadelle marschieren können. Als du dich mit den Archonten trafst, erfuhrst du, dass in Fangnessel eine Operation des Scharlachroten Chors im Gang ist, die bisher noch nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist. Besprich im Lager des Scharlachroten Chors mit Fünftauge, wie du ihm behilflich sein kannst. Suche das Gespräch mit dem Eisenmarschall der Geschmähten in deren Lager. Das kann ich ja auch noch aufklappen. Hier merke ich gerade. Aber das ist ja nicht ganz so wichtig. Besprich mit ihr, wie du an die Schlacht um Echo Rufkreuz herangehen sollst. Gut. Edikt der Hinrichtung plus 1 Entschlossenheit. Welchen Tag haben wir heute? 18. Der Spalt der Schwerter. Wir haben also 8 Tage Zeit.
Erdhexenstab. Ich nehme mal nicht an, dass Graven Ash großartig was dagegen hat, wenn wir uns hier bedienen. Blutmoos. Ich frage mich immer noch, ob ich es bis jetzt übersehen habe oder ob es... Ja, Helm ausblenden.